Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Ich habe Lino wieder da. Hallo Lino. Wir können weitermachen. Endlich diese komischen Türen mal benutzen, was auch immer die bringen jetzt. Oh, sie bringen uns in Feuerriesen-Lagerstätte im Norden Mondwald und es sieht noch dunkler aus als vorher. Na? Naja, nicht wirklich dunkler, aber hier ist ein bisschen mehr Lava. Das ist auch ganz schnucklig. Spart man Heizkosten. Ich weiß nicht, ob es irgendetwas bringt, aber ich habe Lino mal gesagt, sie soll ihre Fernkampfwaffe benutzen und ich werde mich den Riesen im Nahkampf mit meinen Ausweichskills stellen. Vielleicht habe ich ja Glück und Lino stirbt nicht sofort beim ersten Riesenkontakt. Wäre wünschenswert. Aber Lino trägt keine Fernkampfwaffe mit sich, obwohl ich ihr das gesagt habe, deswegen tippe ich mal, sie ist in dem Punkt nicht so bewandert. Mal gucken, ob ich recht habe. Ich hoffe natürlich nicht. So, da vorne haben wir jetzt wieder Zwerge. Na, gegen die Zwerge sollte Lino eigentlich kein Problem haben. Gehen wir wieder auf die Nahkampfwaffen. Nahkampfwaffen, eins, vorerst nichts, gut. So, ich mache meinen Bogen, das Bardenlied. Und wir fangen den ersten Kampf heute an. Yippie-ki-yay! Aber ohne Eispfeile bitte. Die Eispfeile habe ich mir für die Riesen gekauft. Die Zwerge dürften eigentlich keine... Ja, die hat nämlich keine besonderen Schwächen gegenüber... Gegenüber Eis und Feuer und so. Ja, die sind... Die Kerlchen hier sind popelig. Ich meine, im Vergleich zu den Feuerriesen sind diese Zwerge hier noch... Die sind... Ah, ein Witz sind die. Da kann Lino machen, was er will. Theoretisch kann Lino hingehen, sie beim Zahnstocher pieksen. Es kommt auf selber raus. Ich schaff's trotzdem. Eieiei, was ist denn hier los? Sieht ziemlich voll hier aus. Nicht im Sinne von, hier ist alles mit Items zugestellt, sondern ziemlich große, schöne Zone. Ach du Jemine. Oh, ach du Jemine, Mine. Zwei riesig schwere Items. Super. Ach, ich hasse das. Moment. Dip, dip, dip. Nummer 1, Nummer 2. Ihr wiegt auf magische Weise nichts mehr und werdet das auch nie wieder tun. Muhahaha. Durchdringungspfeile haben wir sogar noch ein paar gehabt. Das heißt, ich kann auffüllen. Das ist noch besser. Au, das hat so weh getan. Ja, hab's geschafft. Nein, du hast überhaupt nichts geschafft, Lino. Verarschen kann nämlich alleine. Böse. Ich habe zwar keine Lust drauf, mich gerade zu verarschen, aber vielleicht am Wochenende oder so. Obwohl, ist schon Samstag, ne? Okay, am Sonntag vielleicht. Dann können wir nochmal drüber reden. Müsste nicht... Ach nee, genau, heute ist Autoball-WM, fällt mir gerade ein. Das wird lustig. Ist zwar nicht unbedingt das beste Event, was ich Raab ausgedacht hat, das gebe ich gerne zu. Aber es ist trotzdem ganz... Ganz feierlich, wenn die mit ihrem Auto mal gegen den Torpfosten krachen. Da kann man immer ein bisschen mitlachen. Nur Müll. Wieder mal, nur Müll in dem Scheiß drin. Hoffentlich finden wir irgendwas zum Töten. Oder zur aggressiven Verhandlung, wie es so schön in Star Wars hieß. Na? Feuerriesen? Zwerge? Böse dämonische Magier? Nein, ein Feuerriese. Dann wollen wir doch mal... Na, ich gehe kurz auf Abstand. Naja. Ich denke, ich werde nicht sofort sterben, nur weil ich den ersten Feuerriesen im Nahkampf begegne. Es kann gut sein, dass es ein wenig passiert, aber nicht allzu viel. So. Denn ich wollte mir noch Unsichtbarkeit hochzaubern, bevor ich den Kerl im Nahkampf angreife, damit Lino nicht wieder drauf geht. Aber, naja, es hat doch so geklappt. Danke, Lino. Das wollte ich haben. Hier drüben... Ah, Moment, hier sind zwei. Den rechten lassen wir erstmal in Ruhe. Der andere kommt nämlich gerade angewackelt. Komm, Risi, Risi, Risi. Risi, Bidi. Daneben. Ach, verdammt, das hat der andere mich auch gesehen. Oh, da ist sogar noch ein Troll drin. Hey, hier. Ich bin da. Nicht die andere, nicht Lino. Ich, Kuckuck. Verdammt. Moment, dann stelle ich mich erstmal hier in die Tür rein. Damit Lino nicht auf die Idee kommt, hier den Blocker zu spielen. Lino, folg mir mal. Wenn ich Heilung brauche, sage ich dir Bescheid. Daneben. Triffst nicht, triffst nicht. Muhahaha. Neues Bardenlied.
Wenn du es schaffst, aus zweiter Reihe auf den Kerl einzuschlagen, Lino, sehr gerne. Ansonsten überlass mir die Arbeit gerade erstmal. Lass ihr mal Lino in Ruhe? Ich weiß, die ist wesentlich attraktiver und sichtbarer als ich, aber das muss nichts bedeuten. Oh nein. Lino, hör auf zu sterben. So ist gut. Endlich mal ein Zeitpunkt, zu dem mein Dolch ordentlich geprockt hat. Und Lino gibt dir einen ordentlichen Heilzauber, nicht so ein Guffelding. Mein Dolch prockt halt auch nicht ewig. Moment, das klären wir anders, bevor Lino wieder einen Gelegenheitsangriff aufs Maul kriegt. Hörst du mal auf, mich zu heilen? Heil mal dich selber. Hier, nimm einen Heiltrank. Oh, Anachron, du Gierschlund. Hier, Lino, Heiltrank. Du bist wohl ein bisschen schwer von Vergriff heute. Lino, Heiltrank. Lino, Heiltrank. Aha, nach dem Kampf geht's natürlich, super. Seufz. Die Spielsteuerung mag mich heute überhaupt nicht anscheinend. Ja, hab's geschafft. Ach, Lino, du hast gar nichts geschafft. Du kannst nicht mal Heiltränke trinken. Ich meine, mein Char hat versucht, einen Heiltrank zu trinken und hat sofort geschafft, aber nicht du. Das dauert alles viel zu lange. Aber hey, man muss es positiv sehen. Wenigstens hat Lino die ersten 5 Monster oder so schon überlebt. Das war im Vergleich zum Anfang eine große Steigerung, würde ich sagen. Ich glaube, um das 5-fache. Ah, nur Müll. Wo ist denn jetzt mal hier irgendwas los? Ich brauche so ein Partyabteil. Tanzende Feuerriesen, der große Drache macht einen auf DJ-Beatboxer. Das wäre doch mal abenteuerlich. Uiuiuiuiui. Großes Feuermeer. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ziehen wir das Baden, geht jetzt immer in Voraus. Das ist mir scheißegal, ob die Tür abgeschlossen ist. Ich gehe da jetzt rein. Toll, Badenlied verschwendet für 2 Gefangene. Hi, was geht? Ich grüße euch. Ich grüße euch. Wer seid ihr? Einfache Bauern, gefangen. Ihr könnt mich begleiten. Moment. Sind entschieden. Bitte nehmt uns mit, unsere Familien werden uns euch belohnen. Es ist zu gefährlich, mich zu begleiten, darauf bestehe ich. Es ist viel gefährlicher, wenn wir bleiben. Bitte nehmt uns mit, unsere Familien werden reich belohnen. Nein, verdammt nochmal. Na gut, bitte, komm halt mit. Okay, mitkommen bringt Erfahrungspunkte. Ich grüße euch. Und beide folgen mir schon. Sehr schön, das hat mir auch gleich mal mein Level abgebracht. Damit kann ich leben. Ui, Clouds Ritualbuch. Ah, das könnte interessant sein. Moment, ist das dann hier Clouds Zimmer? Ich wusste gar nicht, dass Drachen eigene Hütten haben. Also, dass die eine Höhle haben, ist mir klar, aber dass Cloud hier reinpasst und gerne Bücher liest? Na, okay. Ach, Lino, geh aus dem Weg, ich will den Loot haben. So. Okay, Moment, jetzt sind wir hier oben fertig. Das heißt, ich muss jetzt ein gutes Stück zurückgehen und diese Tür dort benutzen. Okay. Leute, ich werde dieses Mal das Level-Up rausschneiden und euch nur die Zusammenfassung zeigen, weil das letzte Mal, als ich ein Level-Up habe, hat es eine ganze Folge in Anspruch genommen. Ich weiß, ihr könnt dann bei meinen Entscheidungen ein bisschen mitfiebern, die wirklich hardcore interessiert sind, wie ich den Schauer spiele. Aber im Endeffekt seht ihr sowieso in der Zusammenfassung, was ich alles gewählt habe. Also, wir sehen uns gleich wieder. Nur fürs Protokoll, die Gefangenen hier greifen mich an. Deswegen werden sie jetzt sterben. Ich weiß nicht, was das soll, aber Lino hat schon gerade ziemlich aufs Maul bekommen. Und bevor sie jetzt stirbt und ich mich eh ausruhen wollte, mache ich hier mal kurz einen Prozess. Ich bin noch nicht mit dem Level-Up fertig. Ich habe gerade eben erst nachgesehen. Ich bekomme sogar, egal was ich auswähle, ob Barde oder Arcana Bogenschütze, einen zusätzlichen Attributspunkt. Aber ich bekomme weder neue Zauber noch neue Fähigkeiten. Also werde ich wohl den Arcana Bogenschützen nehmen. Moment. Okay, ja, wie gesagt, nicht mal die Zusammenfassung sah sehr interessant aus. Ein Punkt mehr auf Geschicklichkeit, ein Punkt mehr in Sagenkunde, weil es noch als Klassenfähigkeit zählt. Und Pfeilverzaubern +3 habe ich jetzt bekommen mit meinem Arkanbogen. Ansonsten ist absolut nichts da gewesen, was ich euch hätte zeigen können. Falls es doch irgendwie zu interessant war, den Bildschirm rauszuschneiden, tut es mir jetzt leid, aber es ist ein großer Unterschied im Vergleich dazu, wenn ich zum Beispiel komplett neue Zaubersprüche auf dem Baden-Level kriege. Deswegen, naja. Egal, kämpfen wir weiter gegen diese blöden Zwerge. 2 Schurken und kein Magier? Wobei der Krieger sich schon unsichtbar gemacht hat, das ist auch ein bisschen strange.
Anachron, mach mal das richtige Badenlied an, so. Und der kann auch noch vergiften, der Penner. Na, sonst geht's euch noch gut, ne? Los, mach den kalt. Ich kann Heiltrank schlucken gegen das Gift. Das ist nicht das Problem. Gegengift. Zack. Ja, genau. Heil mich mal, Lino. Und dann gehen wir weiter in Nahkampf und kloppen die kleinen Kerlchen weg. Lino? Lino! Komm her. Komm. Und beschütz mich mal. Gegen irgendeinen dieser Kerlchen. Den anderen schaffe ich schon alleine. So, ist brav. Wenn Lino ein bisschen mithilft, dann geht das Ganze viel schneller. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Dass ich Lino will, dass sie mir hilft? Oh mein Gott. Entweder ich bin verzweifelt oder die lange Zeit, wo ich ohne sie unterwegs war, hat mich sie vermissen lassen. Das kann nichts Gutes bedeuten, Leute. Gar nicht gut. Kommen wir auch mal irgendwo an oder sind das hier alles nur Schatzräume mit EP-Fill-Monstern? Langsam wird es nämlich langweilig. Ich erwarte ein großes Ereignis, beziehungsweise ich würde gerne eins haben, sagen wir es mal so. Oh, was ist das denn? Oh, Belladonna und Lumpen. Toll. Weder das eine noch das andere ist zu irgendwas brauchbar, glaube ich. Belladonna war vielleicht, soweit ich mich erinnere, in einem der Add-ons für irgendwas gut zum Herstellen. In diesem glaube ich nicht mehr. Oder noch nicht. Und die Lumpen, ja, dazu muss ich nichts sagen, oder? Ja, hab's geschafft. Ja, wenigstens kriege ich meinen Heiltrank wieder rein, den ich eben doppelt geschluckt habe. Hoho, entschuldige das gern. Das ist meine Frühaufnahme. Um 10 Uhr. Ich bin zwar schon ein paar Stündchen wach, aber das muss nicht heißen, dass ich mich nicht müde gähnend verhalten darf und so. Ach, da ist schon der nächste Zwerg. Und die nächsten Zwerge sogar. Kann ich euch aufs Korn nehmen? Ja, kann ich. Und schon wieder sind meine Eispfeile ausgerüstet. Was soll der Scheiß? Ich habe doch gesagt, du sollst normale Pfeile auswählen, Anachron. Na also, geht doch. Ich habe mir, ich glaube, 4 Stacks Eispfeile gekauft bei Neurik. Und ich will die jetzt nicht alle für Zwerge verballern, die eh keine Schadensresistenz gesenkt haben dagegen. Dann nehmen wir die ganz normalen Pfeile und hauen die einfach um die Ohren. Pfeile um die Ohren hauen, wie effektiv die Kampfweise doch klingt. Schade. Das ist genau wie bei dem einen Abschnitt zur Feste Ilkard. Anscheinend fehlte die Kampfmusik. Zumindest höre ich überhaupt nichts. Sehr schade. Und nein, es liegt garantiert nicht an meinen Soundeinstellungen. Die sind genauso wie vorher. Ich hab's überprüft. Moment, 35 Erfahrungspunkte? War das irgendein... Nö, es war ein normaler Krieger. Okay. Komisch. Sogar ziemlich langweilig, bedenke, dass hier wirkt nur immer wieder dieselben Kerle durch die Gegend latschen und uns angreifen. Im Fall der Zwerge sogar noch schlimmer als vorher. Ich meine, die Feuerriesen sind wirklich teilweise bedrohlich, weil sie selbst Lino aushebeln können, aber... Ich brauche hier gerade 2 Zwerge, um Lino überhaupt in Gefahr zu bringen. Das ist irgendwie armselig. Lino, komm, mach mal ein bisschen Schaden hier. Es kann nicht sein, dass du dich vom Zwerg killen lässt. Zack. Ja, danke schön. Jetzt schluckst du den Heiltrank und ich habe gerade 2 Zwerge ohne dich gekillt. Lino, wirklich High Five. Na also. Mann, das dauert... Oh, wie viele Sachen hier schon wieder rumstehen. Ich will nicht sagen... dass wir hier, dass ich Belohnungen und Loot verabscheue, aber wenn der Loot total uninteressant ist, dann wird's irgendwie öde. An jeder Ecke stehen 5 Kisten rum und in, ja, doll, Bier. Ich brauche unbedingt Bier bei meinen Abenteuern. Ich bin mit Lino unterwegs, das sollte schon Erklärung genug sein, wenn ich Bier trinken will, ne? Meine Güte. Ja, Moment, verdammt. So rum. Sind es jetzt 2 Übergänge zur selben Zone? Moment, das will ich gleich mal überprüfen. Noch ein Fass und eine Kiste, die hoffentlich, danke, nicht abgeschlossen ist. Sehr brave Kiste. Du darfst weiterleben. Ich habe die Vermutung, dass hier drüben nochmal so ein Teleporter sein müsste, oder? Nee? Was ist denn hier? Nichts? Gar nichts? Wie öde. Das heißt wirklich, dass diese komischen Teleporter mit Hügelriesen, Reich Osten und so weiter uns... in mehrere verschiedene Zonen teleportieren können. Moment, ich will mich ausruhen. Ah, hier geht's schon. Sehr gut.
will meinen Unsichtbarkeitszauber wieder aufladen. Oh, das heißt, diese Festung ist wirklich riesig. Oh, ich klappe mir die Zähne vor Freude. Das kann nicht mal Bully und Rick im Fernsehen gerade trösten. Zum Glück ist der Ton aus. Sonst würde ich die Szene nämlich nicht gerne mit ansehen wollen.